Willkommen im schönen Tirol. Ich bin hier mit dem Kommandanten verabredet und pünktlich auf die Minute ist er auch schon da. Ja. Robert, herzlich willkommen hier am Truppenübungsplatz Lizum bei den Gebirgsjägern. Danke vielmals. Ja. Ich habe schon gesagt, wer hoch hinaus will, ist hier gerade richtig. Absolut. Was sind denn die vorwiegendsten und wichtigsten Aufgaben der Gebirgsjäger? Wir halten, nehmen Gelände in Besitz, verteidigen, wir schützen. Unsere Stärke liegt aber unter diesen Umfeldbedingungen und in diesem Gelände die Aufträge zu erfüllen. Es heißt, was härteres als die Gebirgsjäger gibt es kaum. Das stimmt. Ein bisschen eine Härte in der Seele braucht man, ja. Dann schlage ich mir vor, probieren wir aus, wie es mit meiner Leidensfähigkeit so aussieht. Sehr gerne. Die Bekleidung passt, aber du brauchst ein bisschen eine Ausrüstung hier. Die Ausrüstung, das ist meine Ausrüstung. Robert, tut mir leid, es ist der Rucksack, nicht das Quad. Der Rucksack, ist auch schön. Ich nehme an, alles drinnen, was ein Gebirgsjäger braucht. Handschuhe, danke. Helm, auch ganz wichtig. Ich denke, ohne das geht es in den Bergen nicht. Das lawinenverschütteten Suchgerät, Hauptgefahr neben den Witterungsbedingungen ist eben die Lawinenverschüttung. Ausrüstung habe ich, jetzt möchte ich auf den Berg. Ich hole jetzt noch mein Snowboard. Das Snowboard ist nur für die Abfahrt. Hier brauchst du auch Tourenski für den Aufstieg. Und eine Gebirgsjägerin wird dir das zeigen. Ich glaube, ich sehe sie auch schon. Die stürzt sich da gerade runter. Bist du gescheit? Hallo. Na dann, okay. Ja, grüß dich, Robert. Servus, grüß dich. So, ich hab gesehen, Ski stecken, hast du alles mitgebracht? Ja, sind schon da. Ich werde dir jetzt beibringen, wie wir uns im Hochgebirge bewegen. Schauen wir mal, dass ich was da lerne. Gut, legen wir los. Wie beim normalen Spaziergehen, der Ski wird nicht angehoben, sondern er wird nur nach vorne gebracht. Und probieren so weit wie möglich zum Schirmen. Im Gebirge gibt es natürlich nicht nur Pisten. Ja. Ganz im Gegenteil. Es geht auch die Steilweine rauf. Robert, genau, da sind wir. Wir müssen einfach im schwierigen Gelände, auch im vereisten Gelände, raufkommen. Auf geht's, rein mit den Steigeisen. Support bleiben. Warum mache ich das? Sauber, Robert, wunderbar. Danke. Abseilen, bitte zu mir raufkommen. Ja, genau, einfach bei mir festhalten jetzt. Ja. Genau, mit dem Rücken in Abseilrichtung. Okay. Wir seilen da entlang oben. Lehne zurück und halte bei mir fest. Seil ist frei! Noch mehr Respekt für die, die das hauptberuflich machen. Mit der Ausrüstung und allem drum und dran. Und weitaus höher. Und das als Beruf. Auch bei dieser Truppe gibt es natürlich Spezialisten für alle Fälle. Zum Beispiel auch ausgebildete Flugretter. Unsere Soldaten haben schon Vorarbeit geleistet von unserem Hotel. Es ist noch nicht ganz fertig, aber wir haben bereits den Zimmerschlüssel da. Bitte. Darf ich den geben? Bitte. Wunderbar. Bitte sehr. Ah, sehr lustig. Auf geht's. So, fertig. Robert, heraus sind wir jetzt fertig. Na dann. Wir sind heute im Schlafsack. Die Scheibe anziehen und ab ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Robert. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tagwache, frischen Tee, zum Munterwerden, heiß. Dankeschön. Morgen. Morgen. Gebirgskampf findet natürlich im Gebirge statt. Den Kampf habe ich heute auch. Allein das Lager ist schon auf 2000 Meter Höhe. Jetzt sind wir noch einmal ein paar hundert Meter weiter drüber, wo gerade eine Lawinensprengung stattfindet.
Was ist das jetzt eigentlich irgendwie? Eine klassische Lawinensprengung, oder? Ne? Ja, schaut, dass wir eine Wächte wegkriegen. Okay. Und die löst dann eben meistens eine Lawine aus und dann fahren wir mit den Ski runter. Fertig zum Zünden, zünden! Achtung, Zündung! Okay, gut. Brennt! Gut. Stopp! Und zurück! So, Sprengung erfolgreich durchgeführt. Ja. Die Kollegen fahren auf Skien runter. Warum? Weil sie es können. Gestern habe ich mich mit einem Soldaten unterhalten, der hat mir erzählt, er hat vor 20 Jahren die Entscheidung getroffen, zu dieser Truppe zu stoßen. Und das war die beste Entscheidung seines Lebens. Er hat hier jeden beruflichen und persönlichen Traum verwirklicht. Ich verstehe, was er meint. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Truppe. Hier im Schnee, bei Eiseskälte, teilweise unter widrigsten Bedingungen, klettern, sprengen, die Rettungseinsätze, Assistenzeinsätze, zum Beispiel beim Lawinendienst, das Verteidigen der Landesgrenzen mitten im Nirgendwo, wo der Schnee 5 Meter hoch liegt. All das sind Dinge, die sind einfach wahnsinnig beeindruckend. Und ich bin so fertig und ich brauche noch mindestens ein Jahr, bis ich das Abseil verdaut habe. Deswegen verabschiede ich mich hier aus den Tiroler Bergen. Du nimmst du mit? Wunderbar. Ah, danke fürs Dabeisein. Alles Liebe. Ciao.